ich höre schon die ganze Zeit so rhythmische Gitarrenmusik. Kann eigentlich nur von der Firma Jazzware sein. Ich folge mal dem Sound. Herr van Hasen, ich dachte mal, das ist eine Spielwarenmesse. Ja, es ist eine Spielwarenmesse, aber es gibt eben auch tolle Instrumente. Für Erwachsene. Für Erwachsene und für Kinder, und für Kinder vor allem. Okay. Das ist das Schöne. Man sieht hier eine E-Gitarre, Akustikgitarren, Ukulelen und Instrumente. Eben auch in der Größe für Kinder. Ja. Und das Wichtige ist eben auch hier zum Beispiel bei den Saiten, da kann man sich ja oft verletzen, wenn dann hier die Saiten rausschauen. Das wird hier auch schön versiegelt und man hat hier eine tolle E-Gitarre. Also hier, wir haben eine E-Gitarre, die hat hier gleich einen Verstärker und eine Box mit drin. Man kann natürlich auch hier einen Kopfhörer anschließen oder die natürlich auch eine Stereoanlage oder einen Verstärker anschließen. Das Schöne ist, man kann hier gleich losspielen und hat hier gleich einen Sound. Es gibt aber natürlich auch noch E-Gitarren, die man dann auch an Verstärker anschließen kann. Da gibt es natürlich auch. Die ist jetzt mit Batterie hier. Die ist mit Batterie. Wo ist die Batterie? Die ist da hinten drin. Eine kleine Batterie? Ja, ein 9-Volt-Block. Okay. Kann ich hier sofort loslegen. Wie lange kann man spielen damit? Ach, das langt für einige Stunden. Also man kann hier eine ausgedehnte Jam-Session sofort damit spielen. Verstehe. Und man kann halt auch am Lagerfeuer zum Beispiel, hat man gleich eine E-Gitarre mit dabei. Apropos Lagerfeuer, natürlich gibt es hier auch Akustikgitarren. Was natürlich sehr schön ist. Ui. Und das Tolle ist, man kann hier eben auch gleich die Akkorde lernen. Ah. Denn bei den Gitarren sind auch gleich die Karten dabei, um Akkorde zu lernen. Ach, das ist doch nützlich. Wie zum Beispiel hier D-Dur. Steckt man hier rein und sieht dann gleich, ah, den Finger Nummer 1, 1, 2, 3, 4. Lege ich hier drauf, den zweiten hier und den dritten da, nehme ich es raus und habe eben gleich den D-Dur-Akkord gelernt. Und so kann ich das natürlich mit verschiedenen Akkorden machen und bekomme hier gleich einen super Einstieg in die Welt der Musik und kann da gleich loslegen. Ja. Eine Frage. Schönes Teil, was muss der Papa da beraten? UVP ungefähr 89 Euro jetzt bei der hier. Das ist ja noch günstig. Ukulele gibt es auch noch. Was ist das? Das ist auch noch eine Akustikgitarre, die fängt bei UVP 49 schon an. Okay, also die Ukulele? Man, auch so in dem Bereich, so knapp unter 50 Euro UVP. Das ist natürlich dann genau dasselbe. Sehr leicht. Man hat sehr leicht und auch robust. Also man kann hier auch, man sieht hier, die sind auch sehr robust verarbeitet. Da kann auch mal im Kinderzimmer mal was mal runterfallen und man hat trotzdem ein stimmbares Instrument. Du sagst Kinderzimmer. Welches Alter ist da jetzt entsprechend für diese Gitarre? Drei Jahre so? Drei, vier Jahre, je nachdem, wenn die Finger dann schon stark genug sind, das zu drücken. Und da kann man schon anfangen. Bei dem Gerät damals hätte ich den Fußball weggeschmissen. Ja, super.